Hallo Leute, ich bin's, euer Spielfriede und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Watch Dogs. In der vorigen Folge haben wir uns mal ein bisschen so durch die Passanten gehackt, ein bisschen Geld geklaut, ein paar Verbrechen vereitelt. Ja, jetzt machen wir mal wieder eine Kampagne-Mission. Handschuhfach geplündert, elektronische Teile. Auch nicht schlecht. Ein neues Fahrzeug freigeschaltet. Also, wenn wir uns dann immer mehr Fahrzeuge reinsetzen, wo wir die noch nicht gefahren sind, haben wir die automatisch freigeschaltet für die Auto-Aufruf-App, die wir haben. Autos auf Abruf. Es war am 14. August 2003 in New York, als ein Nachrichten. Einzelner Hacker die gesamte Ostküste lahmlegte. Er hackte ein frühes CTOS-Netzwerksystem und schaltete den Strom ab, infolgedessen 11 Menschen ihr Leben verloren. Die Karre geht gut ab. Wir fragen nach, ob das CTOS, ein System, das die gesamte Infrastruktur der Stadt bündelt, immer noch anfällig für Hackerangriffe ist. Bleiben Sie dran, um diesen Bericht zu verfolgen. Musik können wir auch weiterschalten. Das ist eher meine Musikrichtung. Ich stehe allgemein sowieso gerne auf Rock. Genau, was ich euch auch noch zeigen wollte, was wir mal gucken wollen, wäre gesagt, was es da mit diesen roten Dingern auf sich hat. Auf der Karte. Diese CTOS-Türme, da gehen wir jetzt mal hin und gucken. Aha, da müssen wir durch, ist aber zu. Und da läuft der Datenfluss lang. Eine Kamera hinter und da können wir die Türen riegeln. Damit schaltet man noch neue Sammelobjekte, neue Untersuchungshinweise und neue Verstecke frei. Und es gibt XPs dafür. Okay. Hoffentlich ist unser Auto noch da. Der schöne blaue Flitzer. Nichts Besonderes zum Hacken. Naja, das Schadensmodell lässt auch sehr zu wünschen übrig, muss ich sagen. Nicht nur ein bisschen verzogen, die Frontschütze, aber mehr auch nicht. Der große Bruder.
Und neues Auto freigeschaltet, das hier super. Okay, okay. Mission starten. Hier muss es sein. Muss ihn nur noch finden. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Nikki. Bin ich soweit. Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt fürchte ich die Stille. Die müssen jetzt direkt das Handwerk legen. Yo no me fiaría. Noch 9. Nein, 10. 9. 10. 9. 10. Gut. Wenn es so ist, gibt's 10 Mal Geburtstagskitzeln. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 9. 10. 10. Warte mal bitte. Also, ein ganzes Jahr und zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, das sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Hm. Jax! Hey! Ich komme zu spät. Kriege ich eine Umarmung? Wow. Bist du groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch. Ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche es. Du und Jax, ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Nikki ist also Aidens Schwester. War Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Und Lena war also die Tochter von seiner Schwester. Und die Schwester hat auch noch einen Sohn. Und seit dem Tod der Kleinen das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Ist alles diesen nicht mehr Typ so, wie es mal war. Im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster. Aber ich war echt böse. Und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Nikki an. Ich weiß noch, du und Mom, ihr wart furchtbar krank. Aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und windschief.
Genau so war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht, aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Nein, nein, ich will Sie nicht unterbrechen. Wer ist denn da? Glauben Sie, die Nummerunterdrückung schützt Sie? Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher, Nikki? Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und, hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nikki, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Verarscht Leute am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Okay, da ist einer, der bedroht seine Schwester. Und wir müssen ihn jetzt im Chaos machen. Er will abhauen. So, den war im Gemopf von meiner Schwester. Uah. Das ist meine größte Angst. Oh, Scheiße, jetzt habe ich die Ampel deaktiviert. Grün gemacht. Aber ich habe es gar nicht geschafft. Oh nein, er fährt weiter. Gib Kit. Ja. Tut mir leid. Hab überreagiert. Du machst mich manchmal echt wahnsinnig. Aha. Komm zurück, okay? Ich verspreche, ich flipp nicht wieder aus. Aiden? Boah. Du verfolgst diesen Spinner, oder? Du verfolgst ihn also gerade. Das glaube ich ja nicht. So ist das nicht. Hör auf, den Helden zu spielen, Aiden. Lass es einfach. Lass was? Ja, die Verbindung ist schlecht. Ich kann dich nicht hören. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo? Bist du noch da? Ich höre nichts. Ich muss los. Oh, ich kriege ihn nicht. Hey, der ist viel dicker als ich. Komm. Und jetzt. Ja. Wo ist denn das Telefon? Dann haben wir einen Deal. Scheiße, ja. Kann ich ja kaum glauben, dass Sie mich für einen Telefonstreich bezahlen. Nikki Pierce, ja? Ich werde die Schlösser erwähnen. Und das Kind. Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nikki zu belästigen. Wer würde für so etwas bezahlen? Hey, bist du weiter mit DedSec? Ich brauche die CTOS-Hacks. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine Hilfe. Kannst du einen Anruf tracen? Soll ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie betrifft. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Ob meine Schwester mir das wohl übel nimmt mit dem Auto? Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay,
Angenommen, ich hacke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. Netzwerk hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Mission beendet. Und wieder ein Skillpunkt erhalten. Zwei Stück haben wir. Nehmen wir Kampf. Verhindert den Rückstoß beim Schießen. Aktivieren. Wahrnehmung der. Achso, dieses. Dieser Matrix-Style, sag ich mal, ist das. Und ruhigen Arm nehmen wir. Heuer Privatunternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Wir sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. Okay, dann fahren wir gleich mal zur nächsten Mission. Shit, man. Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, verdopple ich meine Waffen. Ah, wir müssen Waffen kaufen. Kaufen wir das Sturmgewehr 416. Schöner Tag, oder? Wenn Sie was wissen wollen, fragen Sie ruhig. Kaufen. In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hackeraktivistengruppe DeadSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Bloom-Sprecherin Charles. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet. Tatsächlich, Miss Gardner, sind diese Wachleute, auf die Sie Bezug nehmen, militärische Söldner. Viele davon mit krimineller Vergangenheit. Ja, wir haben beim Militär gedient, aber wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Das CTOS-Netzwerk wird gut besucht. Und somit erhalten die Bürger die Sicherheit, die sie verdienen. Die neue Sicherheit ist ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer hinter dem Anruf steckt. Oh nein! Drecksack. Scheiße, jetzt haben sie mich natürlich am Arsch, ne? Oh Junge, hier ist alles voll. Denn von mir, Alter. Du sicher. Oh, ich bin down, Mann. Okay, aber jetzt diesmal nicht. Läuft, Mann. Ich kann mit jedem reden. Das ist mein Ding. Vor allem mit den Bullen. Was ist denn los? Was ist denn hier los? Hey, Barney, was geht? So.
zack. So ins Gesicht. Lokalisieren eine Wache mit dem Code. Ablenkungsmöglichkeit entdeckt. Kann Verstärkung rufen. Verstärkung wollen wir ganz und gar nicht. Aber der Typ hat eine versteckte Kamera an sich dran. Cool, wenn man die Waffen aufhebt, die die Soldaten oder Feinde fallen lassen, dann hat man die gleichzeitig freigeschaltet. Kohle ist auch mit dabei. Das ist nicht normal. Das sollte sich nicht bewegen, oder? Ah, er hat den Code. Oh, wo ist meine Schallgedämpfte denn? Scheiße. Nur noch den Computer finden. Oh, was ist das? Und diese Schaltkreise oder Schaltsynapsen, denke ich mal. Oder irgendwelche Firewalls, die wir gerade durchhacken. Boah, mit... Ja, mit Alarm. Aussieht, werden die normalen Passanten auch überwacht von diesem CTOS. Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernt. Ja, wir neigen uns auch schon dem Ende zu dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Kriegser im Netzwerk sein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Sehen Sie mich auch. Okay. Vielen Dank. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich.